Hier zeigen wir dir, wie du beim Xiaomi Mi A2 den Bildschirm tauscht. Ersatzteile und Werkzeuge findest du in der Videobeschreibung. Sicherheitshalber entfernst du den SIM-Schlitten. Danach löst du die beiden Pentalobe-Schrauben. Nun legst du den Präzisionssaugnapf an und verwendest flache Hilfsmittel wie zum Beispiel ein Plektrum, um an den Seitenrändern entlang zu fahren. Das Gerät ist leicht verklebt, gegebenenfalls kannst du es mit einem Föhn leicht erhitzen. Als nächstes löst du drei Kreuzschrauben und baust die Metallabdeckung aus. Unmittelbar danach löst du zuerst die Akkuflexverbindung, ehe du das Displaykabel abmachst. Jetzt löst du vorsichtig den Sensor für den Blitz sowie die Hörmuschel. Nun löst du alle markierten Kreuzschrauben. Schließlich kannst du die Metallplatte ausbauen. Daraufhin setzt du die Metallplatte auf das neue Display und schraubst sie fest. Auch die Hörmuschel wird wieder an ihren Platz angebracht. Danach setzt du den Sensor für den Blitz ein. Nun bringst du das neue Display und danach die Akkuflexverbindung an. Die Metallabdeckung wird wieder eingeschraubt. Abschließend presst du die beiden Teile zusammen. Vergiss dabei nicht, die beiden Pentalobe-Schrauben wieder festzumachen. Schön, dass wir zusammen repariert haben. Wenn dir unser Video gefallen hat, abonniere unseren Kanal. Wenn du Fragen hast, schreib uns. Ersatzteile und Reparateure findest du auf kaputt.de.